Sunday. Es ist schon relativ spät am Tag. Es müsste jetzt gleich 12 sein. Heute ist noch nicht so viel passiert. Pakete wieder eingepackt, Mails geschrieben, Sachen online rausgesucht und so weiter und so fort. Gefrühstückt habe ich auch. Habe ich gesagt 12? Ich glaube, es müsste schon 1 sein. Ich habe nämlich um 12 gefrühstückt. So rum. Wollte mir eben noch Erdbeeren machen. Fällt mir einfach diese komplette Erdbeerschale runter. Zerplatzt. Ich schmeiße jetzt alle weg, weil ich keine Lust habe, dass da irgendwie noch so kleine Splitter oder so drin sind. Ist für mich nicht gut, aber ist für den Kleinen vor allem auch nicht gut. Love it! Das mache ich jetzt einmal, das beseitige ich. Dann wollten wir noch unsere Babytragen online stellen. Die nutzen wir ja gar nicht mehr. Man kennt das ja, es kommen immer wieder neue Sachen raus, immer wieder irgendwas anderes, was wichtig ist. Und dann wollte ich noch ein bisschen Content hier machen. Ja, ich räume jetzt erstmal auf. Heute ist Dienstag. Gestern ging ich nach eben noch Essen gemacht, beziehungsweise war noch einkaufen, Lebensmittel und Sachen des täglichen Gebrauches. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, ich gehe zum Sport. Heute ist Bauch, Beine, Po dran. Und ich bin jetzt dem Ziel, woran es liegt an meinem Bauch, etwas näher gekommen. Ich habe gestern hier ja Workout gemacht und hatte eine erstaunliche Erkenntnis. Ich bin mal gespannt. Ich muss das langsam angehen. Ich werde aber gleich gucken, ob das immer noch so ist. Ich bin auf jeden Fall jetzt ready for a workout. Die Leggings hier ist von Nike, das Oberteil ist von KCA London. Leider gibt es die Brand nicht mehr. Ich finde, der fühlt sich richtig gemütlich an. Ja, ich gehe jetzt gleich zum Sport. So, zurück vom Sport. Hat richtig gut getan, richtig krass geschwitzt, war Bauch, Beine, Po. Oh, das war so gut. Das hat einfach so gut getan. Ich habe das Gefühl, dass ich auch beim Bauch, Beine, Po einfach mich viel schneller auf meine einfach viel schneller auf mein Sweaty-Level komme. Ich habe eben schon mein Gesicht geräumt und ich liebe gerade die Produkte von Annalise. Die sind einfach so gut und riechen so barmäßig. Ich sage das voll oft, aber ich mag das. Ich mag das halt voll gerne, wenn das so nach Spa riecht. Up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, king, but they're not aware of it. $40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making her nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet, couldn't see it. So, Make-up ist fertig. Ich mache mir jetzt einmal was zum Frühstücken. Ich merke schon richtig so, dass der Muskelkater in den Beinen anfängt. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann setze ich mich in den Laptop, muss noch ein, zwei Mails schreiben. Und Richie hat gerade eine sehr tolle Nachricht bekommen. Wir sind irgendwie beide noch im Zwiespalt, weil wir eigentlich nicht damit gerechnet hätten. Ja, wir müssen uns das alles nochmal durch den Kopf gehen. Vielleicht ändert sich jetzt doch nochmal einiges bei uns. Ja, mit Kind muss man halt nochmal, finde ich, extra nachdenken, extra überlegen, weil das ja dann auch viel mit seinem Leben macht, unserem, aber mit seinem natürlich auch. Ich werde euch, sobald ich mehr weiß, auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Ich habe mich gerade umgezogen für so einen leicht neuen Blazer an. Den hatte ich auch letzte Woche bei dem, oder das letzte Mal bei dem A-Kind-Event an. Den einfach so schön, so ein schönes, lockeres Material. Dazu eine weite Pants, einen Gucci-Gürtel. We are good to go. Und Richie sind einfach gerade in der finalen Planung von dem, was ich gestern erzählt habe. Ich habe halt irgendwie, ja, schon ein bisschen schlecht geschlafen, beziehungsweise viel überlegt, viel nachgedacht, hin und her geswitcht und. Aber das macht schon was mit einem. Und gerade, wenn man das Topic Kind noch im Vordergrund hat, dann ist es eine ganz, ganz, ganz andere Story. Erstmal essen und auf andere Gedanken kommen. Okay, Leute. Richtig enttäuschend. Wir wurden nämlich zu einem Dinner eingeladen oder zu einem Essen eingeladen. Lunch eingeladen. Wir wurden anscheinend nicht richtig gebrieft, denn es ist nämlich nur von Freitag bis Samstag und erst ab 16 Uhr. Und ja, das passt bei mir natürlich nicht in den Zeitplan, weil ich ja nächste Woche weg bin.
Und ja, bis dann sollte es sozusagen eingelöst sein oder bis Mitte der Zeit, an der ich weg bin. Und wir beide sind jetzt hangry. Wir sind richtig, richtig hangry im Hunger. Mal schauen, was wir uns jetzt gleich zu essen machen. Okay, das Essen war ganz gut. Natürlich kein Vergleich zu dem, was wir gegessen hätten. Anyway, seht ihr, wie dunkel das gerade hier ist? Oh, auf einmal ist der Sommer einfach weg. Einfach weg. Fragt sich, wo der bleibt. Aber ich habe schon gesehen, Freitag soll der wiederkommen. Und nächste Woche, wenn ich weg bin, ist es hier auch richtig geiles Wetter. Aber ich gönn's allen. Genau, ich möchte heute Abend meine Fingernägel lackieren. Nämlich jetzt unlackiert, ungemacht. Ist aber, glaube ich, auch mal gut, seinen Nägeln eine Pause zu gönnen. Ich muss auch gleich einmal Post wegbringen. I love it so much. Einen wunderschönen guten Morgen. 8.57 Uhr. Ich habe so schlecht geschlafen. War ab 4, kurz vor 4, einfach wach. Habe mich dann an den Laptop gesetzt, Video weitergeschnitten. Ich konnte einfach nicht mehr. Das war echt heftig. Umso schlimmer fiel es mir natürlich eben aufzustehen, aber jetzt gerade geht's. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, jetzt Sport zu machen. Heute gehe ich nämlich nicht ins Fitnessstudio. Ich bin ja richtig into Sportkurse momentan. Ich liebe das einfach. Es bringt so viel Spaß. Ja, man schwitzt halt nochmal so extra viel. Richtig geil. Also ich habe halt so richtig das Gefühl, dass ich was tue. Ja, weil es so eine Stunde oder 45 Minuten durch ist. Anyway, ich mache jetzt hier zu Hause Sport. Dann muss ich noch ein paar Mails beantworten und wollte eigentlich noch mal was produzieren. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und dann muss ich für Dienstag auch mal so langsam anfangen, mir zu überlegen, was ich mitnehmen möchte, was alles in meinen Koffer soll. Das wird auch heute schon mal ein bisschen anfangen. Physiotherapie. Das war so gut. So gut. Erste Behandlung und ich bin schon richtig happy. Ich freue mich jetzt schon auf Montag. Ich habe mich hier in den Kiefer zum Beispiel reingedrückt und der ist so verspannt. Auf der Seite bin ich deutlich verspannter. Hat mich auch gefragt, wo ich den Kleinen auftrage und ich trage ihn tatsächlich eigentlich nur auf der rechten Seite und er meinte, hast du schon gesehen, als du reinkamst. Das ist so heftig. Also ich bin richtig guter Dinge. Sehr ambitionierter Physiotherapeut. Also das kann nur bergauf gehen. Wir haben gleich hier ein Playday bei uns zu Hause. Ich freue mich schon sehr. Habt ihr eben auch schon gesehen. Und genau, ich mache hier nochmal alles so ein bisschen klar Schiff und dann kommen die auch schon. Ich glaube, ich habe mich gestern gar nicht gemeldet. Aber jetzt heute. Sian, heute Schlagermove. Wir hören die ganz viel Schlagermusik. Wir haben eben Content geshootet für den Kunden. Sind schon richtig früh wach. Heute wird es wieder richtig warm. Also wir werden auf jeden Fall noch ein Spiel gehen. Darauf freue ich mich schon. Heute ist so ein richtig heißer, warmer Sonntag. Wir waren schon richtig früh draußen, damit wir diese mega krasse Mittagssonne nicht mitnehmen. Waren 2 Stunden draußen, wir hatten auch noch geschlafen. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir hier einmal den kleinen Kidspool aufbauen. Papa holt schon Wasser. Um den einmal zu befüllen. Und dann gibt es ja ein bisschen Wasserspaß. Ihr hört schon, er freut sich sehr. Good morning in the morning. Es ist gar nicht mehr so früh am Morgen. Oh, heiß. Es ist 11.50 Uhr. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil eben noch richtig schnell duschen. Ich habe gleich einen Physiotherapie-Termin. Ja, ich hoffe, dass es jetzt einfach bergauf geht. Hier hinten habe ich schon 2 Koffer aufgestellt. Bin schon fast fertig mit Packen. Bin richtig happy drüber. Klar, ich habe ja auch fast, oder ich nehme eigentlich überwiegend nur Sommersachen mit. Deswegen ist natürlich ein bisschen mehr Platz im Koffer, als wenn man halt für Herbst oder Winter packt. Heute echt noch nicht viel passiert. Mir war eben schon wieder so ein bisschen schwummerig.
Aber deswegen habe ich ja gleich meinen Physiotermin und hoffe, dass wir da nochmal ein paar Steps vorankommen. Ich nehme jetzt auch wieder mehr Magnesium. Vitamin D steht hier auch schon vor mir in der 1000er Einheit. Auch gleich. Dann komme ich gleich wieder und packe einmal zu Ende und mache noch ein bisschen Laptop-Kram. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird schon wieder schwierig, aber we will see. Das ist mein Essen, was ich mir gemacht habe. Und zwar ist es Porridge mit Äpfeln. Die habe ich einmal in einer Pfanne gemacht und ein bisschen Zimt drüber, Banane. Unsere Nachbarin hat uns so selbstgemachtes Mousse mitgebracht. Dunkle Schokolade und noch irgendwas. Ich glaube Haselnuss oder so. Das habe ich da in den Porridge mit reingemacht, weil der war nicht mehr so viel drin. Und ich kenne das ja, man kriegt das ja nicht mehr raus. Aber die Lösung fand ich gerade eben richtig gut. Gebratene Mandelmus. So lecker von Alnatura. Ja, das Ende hier von meinem Vlog ist sehr verwirrend. Und auch wenig geblockt irgendwie. Aber ja. Ich mache gerade die letzten Sachen, schreibe noch die letzten Mails. Meine Koffer sind schon gepackt. Der nächste Vlog startet nämlich ja mit einer Reise. Ich bin sehr gespannt und freue mich, euch mitzunehmen. Das war's jetzt mit dem hier und wir sehen uns beim nächsten wieder.